Hi. Einen wunderschönen guten Tag. So. Hi. Freue mich, euch zu sehen. Hast einen schönen Namen, finde ich. Joshua finde ich geil. Dankeschön. Gibt es ein paar Musiker auf der Welt, die den gleichen Namen haben, die ganz toll sind, finde ich. Wo kommst du her? Paderborn, Höxter, Holzminden. Echt? Okay. Hi. Ich weiß, ich hab das schon. Du hast eine Tanzschule in Paderborn, glaube ich. Ja, genau. Wie alt bist du, Joshua? 24. Und Job? Ich habe bei der Bank gelernt, also gelernter Banker. Das war mir dann ein bisschen zu trocken. Und jetzt bin ich in der Kundenbetreuung tätig. Aber, für was? Für welches Produkt? So ein riesen Chemiekonzern. Also die ganzen Vorprodukte machen wir halt für die Sachen, die letztendlich im Supermarkt stehen. Nebenberuflich noch so ein bisschen Musik mit meiner eigenen Band. Und welche Musik spielt ihr? Wir haben bis jetzt nur Cover gemacht und haben jetzt vor kurzem auch angefangen, eigene Sachen zu komponieren. Ja, was heißt Cover? So richtig kommerziell? Also, dass ihr so am Wochenende auf Feiern spielt? Genau, so ein bisschen Hochzeiten, private Geburtstage. Was willst du denn für uns singen heute? Ich würde gerne Heimat von Johannes Oerding singen und mich dabei auf Gitarre begleiten. Und zweite und dritte Nummer? Was ist das? Zweite Nummer wäre Drops of Jupiter von Train und dann hätte ich noch Kogong von Mark Forster dabei. Okay. Genau. Aber mit Heimat würde ich gerne anfangen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, mach mal. Ich habe heute ein gutes Gefühl. Dein Gesicht spiegelt sich in Regenpfützen, ey, sogar grau kannst du gut tragen. Wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich grad such, ich find es hier. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da. Seine Ausstrahlung, wow. Werd ich keinen zum Reden haben. Oh, Heimat. Ich trag dich immer, immer bei mir, so wie ein Souvenir. Mach das schon, ja. Okay. Was war die dritte Nummer? Kokon von Mark Forster. Okay, mach mal. Warum hast du die ausgesucht? Also das ist ja nicht gerade, ich finde die Nummer eigentlich ziemlich schwach so, aber. Welche jetzt, Kokon oder die gerade? Ehrlich gesagt war es für mich mega schwer, weil ich halt auch in einer Band spiele und so. Und ich kenne so viele Titel. Ja. Und ich habe mir viel zu viel Gedanken gemacht, glaube ich. Und im Endeffekt ist man nie zufrieden mit dem, was man auswählt. So, es gibt halt was so soll denn Deutsch, ne? Deutsche. Ich singe sehr gerne Deutsch. Ja, ist auch gut. Okay. Dir geht's nicht gut, dir geht's dreiviertel gut. Fahr hin zum Reden. Nur Mama und du. Du tanzt nicht zum Vergessen, nein, du tanzt grad zum Erinnern. Du willst kein Neubeginn, nur reinen Tisch. Brauchst keine Zeit zum Wandern eigentlich. Was du noch immer von mir willst, bin zu Hause um 10 Kinder. Das alles sagte mir mein Herz. Doch meistens hab ich's nicht gehört. Kokon, Kokon, es will durch den Beton. Will in mein Kopf in Loop wie ein alter Katy Perry Song. Kokon, Kokon, Telegramm nicht angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono, mein Herz ist Paul und John. Kokon, 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 ich will nichts hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. All der Krach umsonst, Kokon, Kokon. Okay, danke schön. Schöne, warme, sonore, männliche Stimme. Danke. Als es ein bisschen höher ging, hast du ein bisschen die Töne verloren, aber es gefällt mir. Ich
Vielen Dank. Denke, du könntest vielleicht noch ein bisschen aufmachen, mehr Gefühle. Und, aber wäre jetzt verkehrt, dir kein Ja zu geben auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen Dank. Bist ein guter Typ. Auch optisch passt alles. Aber ich weiß es nicht. Ich gebe dir auf jeden Fall ein Ja, weil ich der Meinung bin, dass du eine Chance verdient hast. Aber du musst wirklich irgendwie dir überlegen, was ist das, was dich besonders macht. Weißt du? Okay. Ich finde, dafür, dass du so ein halber Profi bist, ne, und auf der Piste bist und singst, fand ich das ziemlich dürftig. Mensch, du bist draußen auf der Piste, singst den Leuten vor und merkst doch, auf welche Titel die reagieren. Und dann kommst du hier mit solchen Kacktiteln um die Kurve. Du kannst mir niemals erzählen, dass das die Bringer sind. Ja. Das stimmt, da musst du recht geben. Ich finde, du musst dich noch mehr reinsteigern in so einen Song, weißt du? Mehr Gefühle reinpacken. Aber ich finde auch, dass du es gut gemacht hast. Und deswegen wäre es von mir jetzt auch ein Ja erstmal. Danke, Piero. Ja. Vielen Dank. Der Sound deiner Stimme gefällt mir eigentlich auch ganz gut, weil du so ein fettes Organ, wirklich eine große Stimme in dem Sinne, dass du an Frequenzen fast alles abbildet. Ja? Danke. Ich würde dir auch gerne eine Chance geben, also viermal Ja. Danke, Dieter. Ja! Leute, echt vielen Dank. Aber mach dir mehr oder nicht so viel Gedanken vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hast du wirklich zu viele Gedanken gemacht. Ja? Ich weiß ein paar Sachen, die ich besser machen muss nächstes Mal. Okay. Ja? Okay. Viel Spaß. Dankeschön. Dank, ja. Tschüss. Bis bald. Ciao. Oh, ich freue mich so, ey. Ist das nicht super? Da können wir heute feiern. Sing, kokon, kokon. War der in den Charts, der Song? Ja. Ja. Echt? Ja. Kann unsere Zukunft schon sehen. Ich werde einfach zusehen, dass ich Song raus, der noch mehr zu mir passt, gefühlstechnisch, ich noch ein bisschen mehr zeigen kann. Jetzt zeig erstmal deinen Zettel. Du bist im Recall.